Hi, heute wollen wir was basteln und dafür brauchst du nur ganz wenige Sachen. Schau mal, du brauchst einen Tacker, einen Zahnstocher und sechs Streifen Papier in unterschiedlicher Länge. Zwei davon müssen immer gleich lang sein. Diese zum Beispiel ganz lang, die zwei sind ein bisschen kürzer und die zwei sind noch ein bisschen kürzer. Und dann machst du Folgendes. Du legst als erstes die beiden ganz langen Streifen aufeinander. Dann legst du außenrum jeweils die etwas kürzeren und ganz am Ende dann die ganz kurzen. Das muss alles schön gerade sein. Dann steck das vorsichtig in den Tacker, pass dabei auf deinen Finger auf. Hat geklappt, das klappt manchmal nicht immer, dann probierst du es einfach öfter. Und jetzt hältst du das hier hoch wie so einen kleinen Pinsel. Und dann nimmst du dir erst die kleinen Streifen und hältst sie am Ende aneinander. Das andere kannst du jetzt eigentlich loslassen, auch wenn sich das nicht gut anfühlt. Mach ruhig. Dann nimmst du die mittellangen Streifen und steckst sie auch zwischen deine Fingerspitzen. Jetzt kannst du schon sehen, was es wird, ne? Ja, das ist ganz süß. So, und dann nimmst du die langen Streifen und steckst sie hier auch zwischen deine Finger. So, auch alles wieder gerade machen. Diese Hand hast du ja frei, die kann dir helfen. So, und jetzt muss das Ende auch zusammengetackert werden. Pass wieder auf deine Finger auf. Sehr gut. Und du hast ein Herzchen für den Muttertag. Damit du das in deine Pflanze oder irgendwo anders reinstecken kannst, musst du jetzt gucken, dass du den Zahnstocher vorsichtig dazwischen gefummelt bekommst. Und am besten guckst du, dass du das genau mitten zwischen die sechs Papiere machst. So, ich schieb vorsichtig. Und jetzt habe ich einen lieben Gruß am Stiel und kann ihn irgendwo reinstecken. Und davon kannst du ungefähr 325.000 Herzchen basteln und die jedem Menschen schenken, den du magst. Viel Spaß dabei. Tschüss.